Hallo, in diesem Video wird euch eine Kunstwerkreihe von Max Bill vorgestellt. Sie hat diesen Titel. Eine Kunstwerkreihe besteht immer aus mehreren Kunstwerken, die alle nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut sind, das der Künstler festlegt. Bei dieser Reihe besteht ein Kunstwerk immer aus zwei deckungsgleichen Rechtecken, so wie hier. Im Folgenden will ich euch am Beispiel von zwei Kunstwerken das gestalterische Prinzip erklären, das Max Bill für diese Reihe festgelegt hat. Als Beispiel habe ich dieses und dieses Kunstwerk ausgewählt. Nun zum ersten Beispiel. Das erste gestalterische Prinzip ist noch relativ leicht zu erkennen. Max Bill hat in seinem Kunstwerk immer die gleichen vier Farben verwendet. Das zweite gestalterische Prinzip erkläre ich euch jetzt. Es geht dabei um die Verteilung der Farben auf die beiden Rechtecke. Max Bill hat die vier Farben gleichmäßig auf die beiden Rechtecke verteilt. Er hat also von jeder Farbe genau die gleiche Menge verwendet, um die beiden Rechtecke einzufärben. Das heißt, dass der grüne Anteil des oberen Rechtecks dem orangenen Anteil des oberen Rechtecks entspricht. Der grüne Anteil im oberen Rechteck ist aber auch genauso groß wie der grüne Anteil im unteren Rechteck. Und das, obwohl ihre Form unterschiedlich ist. Das will ich euch jetzt beweisen. Schaut genau hin. Das grüne Dreieck ist genauso groß wie dieses orangene Dreieck. Ich kann sie also vertauschen. Das gleiche funktioniert mit diesen beiden Dreiecken. Jetzt könnt ihr leicht erkennen, dass in beiden Rechtecken jeweils ein Viertel mit einer Farbe bedeckt ist. Im zweiten Beispiel lässt sich das genauso nachweisen. Schaut genau hin. Ich kann die eingeblendeten Dreiecke im oberen Rechteck wieder so vertauschen, dass eine einfachere Unterteilung entsteht. Schaut jetzt auf das untere Rechteck. Auch hier kann man die eingeblendeten Dreiecke so vertauschen, dass eine einfachere Unterteilung entsteht. Um jetzt noch besser zu erkennen, dass von jeder Farbe in beiden Rechtecken die gleiche Menge verwendet wurde, kann ich noch eine weitere Unterteilung einfügen. Ihr seht also, in jedem der Rechtecke sind jeweils 2/8, also ein Viertel mit einer Farbe bedeckt. Das Prinzip, Farben auf zwei deckungsgleiche Flächen zu verteilen, sollt ihr jetzt selbst anwenden. Ihr dürft dazu die Sechsecke benutzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.